Und herzlich willkommen in die Runde an alle, die da sind. Wir warten noch so ein, zwei Minuten auf ein paar NachzüglerInnen. Schon mal der Hinweis: Während der Vorträge bitten wir Sie, Ton und Kamera auszustellen und die Fragen, wenn schon welche aufkommen, gerne im Chat zu stellen. Nach der Diskussion würden wir das Ganze öffnen, da können Sie sich dann auch Fragen dazuschalten, wenn Sie wollen. Aber erstmal für den Moment gerne das einfach ausstellen. Dann auch der Hinweis, wir werden das Meeting aufzeichnen und im Nachgang nochmal zur Verfügung stellen. Sollten Sie anonym bleiben wollen, ist das gar kein Problem. Dann können Sie mir persönlich oder Rainer Erb die Fragen im Chat schicken. Und wenn Sie nicht mit dem Namen jetzt zum Beispiel auftauchen wollen, können Sie an Ihrem Bild oben rechts mit den drei Punkten, können Sie sich umbenennen und einfach einen Fantasienamen wählen oder einen Namen, der dann nicht Ihr Klarname ist. So, für alle, die jetzt auch nochmal neu hinzugekommen sind, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Zu Beginn, während der Vorträge, bitte den Ton und die Kamera ausgeschaltet lassen. Später in der Q&A-Runde können die gerne angeschaltet werden, sich dazugeschaltet werden. Fragen gerne im Chat. Wer anonym bleiben möchte, kann sich einmal mit den drei Punkten bei dem Bild umbenennen und einen Nicht-Klarnamen wählen. Und wer auch keine Fragen im Chat dann öffentlich stellen möchte, kann die mir auch gerne persönlich zuschicken. Mein Name ist Jan Quaink und ich moderiere jetzt erstmal den Anfang der Veranstaltung. Und damit würde ich auch beginnen. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind zu unserer Vorstellung des Monitors, der neuen Studie von DBU Nachhaltig Digital. Aber dem ist damit ja noch nicht zu Ende, sondern wir haben ja noch drei weitere Referierende, die noch interessante Inputs geben werden. Und zum Ablauf wird es so sein, dass Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, gleich einmal die Kernergebnisse der Studie vorstellen wird. Daran anschließend wird der Gewinnermann von der Bertelsmann Stiftung auch nochmal Einblicke in zwei Studien, die vor ein paar Monaten erschienen sind, die auch in die Twin-Synthesen-Richtung gehen, vorstellen. Und daran anschließend freue ich mich, dass wir zwei Startups aus unserem Förderprogramm gewinnen konnten, dabei zu sein. Das eine ist Laureli Martin von United Fair und das andere ist Jonathan Fallwurf von Back Digital. Und damit würde ich auch schon direkt einmal übergeben an Alexander Bonde. Ja, schön, dass Sie heute alle da sind und mit uns gemeinsam, glaube ich, eine spannende Diskussion an der Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Digitalisierung heute wieder führen. Wir möchten Ihnen heute gerne die neue Ausgabe des DBU Nachhaltig Digital Monitors vorstellen, der ab sofort auch zum Download bereitsteht. Der Monitor begleitet die Transformation im Mittelstand inzwischen seit nunmehr 3 Jahren und er zeigt, wie Unternehmen Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder kurz gesagt, die doppelte Transformation gestalten. Er zeigt, wo Potenziale liegen, aber er versucht auch, die Hürden zu identifizieren, aber vor allem auch zu schauen, wie wir gemeinsam über diese Hürden kommen. Für die Studie haben wir 500 Entscheiderinnen und Entscheider in KMUs nach ihrer Meinung und ihren Einschätzungen gefragt. Dadurch können wir ein schönes Bild nachzeichnen, wie sich der Zustand über die Jahre, aber gerade auch im Vergleich zur Zeit vor Corona darstellt, auch wenn das jetzt heute nicht der Hauptfokus sein soll. Allgemein, die erste Folie bitte, zeigt sich im neuen Monitor, dass die Stimmung nach wie vor sehr positiv ist. Fast 3 Viertel der Unternehmen sehen ganz allgemein keine Hemmnisse bei der Umsetzung einer nachhaltigen Digitalisierung. Die Frage, die man sich dann schon schnell stellen mag, warum sind wir dann noch nicht schon weiter, als wir sind? Aber da kommen wir im Weiteren auch noch mal genauer drauf. Der nächsten Folie sehen Sie, der Monitor zeigt eindrücklich, dass wir noch lange nicht fertig sind mit der doppelten Transformation, sondern erst am Anfang stehen. Die Zahlen zeigen, was KMU benötigen, damit die Digitalisierung im Sinne der Nachhaltigkeit
vor allem da der ökologischen und sozialen Komponente, gestaltet werden kann. Über 2/3 der Befragten gaben an, dass ihnen Praxisbeispiele fehlen, die zeigen, wie Technologien eingesetzt werden können. Es fehlt schlicht an manchen Stellen auch an Inspiration. Und dieser Bedarf ist in den vergangenen Jahren konstant bzw. sogar leicht angestiegen. Ebenfalls benötigen Unternehmen finanzielle Unterstützung. Das bedeutet nicht nur die Förderung von innovativen Ideen im Umweltbereich, wie wir es bereits seit 3 Jahrzehnten tun, sondern es braucht auch eine breite Förderung und Unterstützung für Unternehmen, damit Personen fit gemacht werden können für die Anforderungen der digitalen Welt. Das heißt, die Frage Ausbildung, Weiterbildung spielt hier eine wichtige Rolle, denn viel zu oft sehen wir leider noch, dass dem Wandel und Aufbau von Know-how-Opportunitätskosten entgegenstehen. Der Bedarf ist hier im Vergleich zu den Vorjahren nochmal um 5%, also durchaus signifikant gestiegen. Ein dritter Punkt, der über die letzten 3 Jahre auch unverändert geblieben ist, die Vernetzung mit anderen Akteuren, nicht nur solche im gleichen Segment oder der gleichen Branche, sondern auch darüber hinaus. Solche Netzwerke bauen und stärken wir ja genau in unserem Projekt DBU Nachhaltig Digital. Und ich möchte an dieser Stelle auch dazu ermutigen, sich ganz bewusst Netzwerke außerhalb des eigenen Bereichs zu suchen, sich einzubringen. Denn ich glaube, gerade im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit schlummern die Ideen und die Ansätze für die eigenen Ideen und die eigene Arbeit oft in ganz anderen Bereichen. Und über die Branchen hinausdenken ist mehr denn je die Ansage der Stunde. Hier kommen auch wir als Stiftung ins Spiel. Ich sagte es, seit über 30 Jahren fördern wir als Deutsche Bundesstiftung Umwelt innovative und modellhafte Vorhaben zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft. Wir sind unterwegs in den Bereichen Umwelttechnik, Umweltforschung, in der Umweltbildung und im Kulturgüterschutz. Unser Schwerpunkt liegt auf Lösungsansätzen mit direktem Praxisbezug. Ein besonderer Augenmerk, ich hatte es gesagt, gilt dabei der Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen. Insgesamt haben wir als Stiftung bis heute 10.300 Projekte mit fast 2 Milliarden Euro gefördert. Wir sind da auch weiter gut aufgestellt mit unserem Stiftungskapital von inzwischen rund 2,4 Milliarden Euro. Das heißt, wir sind auch hier weiter gerne Partner zur Förderung von innovativen und modellhaften Vorhaben, insbesondere aus dem Bereich kleiner und mittlerer Unternehmen, gerne auch Start-ups, die hier eine wichtige Rolle für uns haben. Unsere Fördertätigkeit ergänzen wir mit 2 Töchterfirmen. Das ist zum einen die Naturerbe GmbH, wo wir auf 71 Liegenschaften 70.000 Hektar stiftungseigene Flächen im nationalen Naturerbe für den Natur- und Artenschutz bewahren. Und zum anderen unterstützt das DBU-Zentrum für Umweltkommunikation die breite Kommunikation, die die Umweltthemen auch brauchen, um im gesellschaftlichen Diskurs anzukommen. Und wir haben hier natürlich einen besonderen Fokus drauf, die Projekte, die wir mit dem Mittelstand machen, hier auch in die Communities, aber auch in die gesellschaftliche Diskussion einzubringen und zu zeigen, dass Wirtschaft ein wichtiger Faktor zur Bewältigung der Klimakrise, der Biodiversitätskrise und vieler anderer ökologischen Fragen sein kann und immer mehr auch bewusst ist. Insofern, wir unterstützen im Prozess einerseits über klassische Projektförderung, aber auch über Stipendienprogramme für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler und immer stärker auch im Bereich von Green Startups. Dort fördern wir Unternehmensgründungen und Startups, die auf innovative Weise Lösungen für Umwelt, Ökologie, Nachhaltigkeit mit dem Schwerpunkt Digitalisierung verbinden. Schwerpunkt Digitalisierung, den bearbeiten wir auch mit unserer Kompetenzplattform Nachhaltig Digital. Da, wie gesagt, nutzen wir gerne die Breite des Netzwerks und laden Sie ein, auch hier die Breite des Netzwerks zu nutzen. Wir haben die Förderung für Nachhaltig Digital gerade für weitere 5 Jahre verlängert. Also nutzen Sie dieses Netzwerk und die Angebote, profitieren Sie vom Wissen derjenigen, die sich hier alle über die Jahre erfolgreich mit eingebracht haben, um gemeinsam Digitalisierung und Nachhaltigkeit zum gegenseitigen Nutzen voranzubringen. Die Studie
die wir heute vorstellen, hat mir eins gezeigt, erneut gezeigt: Nur gemeinsam können wir die doppelte Transformation zum Erfolg führen und die Zukunft nachhaltig gestalten. Also melden Sie sich, machen Sie mit, unterstützen Sie. Und nachdem ich Ihnen schon gezeigt habe, wo die Bedarfe im Mittelstand liegen, möchte ich auch nochmal die eingangs gestellte Frage eingreifen. Warum sind wir also noch nicht weiter in der doppelten Transformation? Und wenn so wenige Unternehmen keine Hemmnisse sehen, wo liegen hier trotzdem die Fragen? Auf der nächsten Folie sehen Sie eine ernüchternde Zahl oder zumindest im ersten Moment ernüchternd erscheinen. Diese Zahl zeigt aber natürlich auch, wie groß die Möglichkeitsräume noch sind. Wir haben die Entscheiderinnen und Entscheider gefragt, wie sie während Corona digitalisiert haben. Und kurz kann man festhalten, in der befragten Zeitphase wurde weitestgehend reaktiv digitalisiert. Das soll heißen, es wurden gesetzliche Vorgaben erfüllt. Es wurde versucht, aus dem Stand heraus digitales Arbeiten, Remote-Arbeitsplätze zu realisieren. Und es zeigt, dass sich hier in der digitalen Transformation für fast die Hälfte der Unternehmen Nachhaltigkeit jetzt erstmal nicht als relevant gezeigt hat. Erst vor dem Hintergrund verständlich, es ist vor dem Hintergrund verständlich, die Unternehmen standen unter einem erheblichen Druck, politisch, gesellschaftlich, aber natürlich auch in der eigenen inneren Organisation, hier schnell über digitale Kommunikation eine Handlungsfähigkeit auch in der Pandemie herzustellen. Da ist ein extra Thema, da ist es on top, Nachhaltigkeit schnell aus dem Blick geraten. Jetzt steht es aber an, nach der Pandemie auch zusammen daran zu arbeiten, dass die Nachhaltigkeit wieder auf der Agenda nach oben kommt. Und ich freue mich, dass Birgit Wintermann von der Bertelsmann Stiftung gleich auch nochmal genau auf diesen Punkt eingehen wird und zeigt, warum Unternehmen Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell integrieren. Aber auch da, welche Voraussetzungen braucht es dafür? Sie sehen auch hier die Zahlen. Über die Hälfte denken und behandeln die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammen. Das heißt, das Operationalisieren der doppelten Transformation hat deutlich zugenommen. Das heißt, die Unternehmen bringen auch zunehmend personell die beiden Themen zusammen. Das vorhandene Silo-Denken verändert sich, wird an vielen Stellen aufgebrochen. Und gerade in kleinen und Kleinstunternehmen, die immer auch Ressourcenknappheit haben, werden die Themen in Personalstellen vereint oder in Ressourcen zunehmend gebündelt. Und wir freuen uns, dass dies auch im Verlauf der Jahre deutlich zugenommen hat. Im zweiten Teil der Veranstaltung freue ich mich, zwei Startups aus unserem Förderprogramm begrüßen zu können. Sowohl United Share, vertreten durch Laureli Martin, als auch Back Digital, heute durch Jonathan Fahlbusch vertreten, nutzen digitale Technologien, um die Nachhaltigkeit zu befördern. Und beide zeigen eindrücklich, wie diese thematische Verschränkung ein Gewinn sein kann, eben nicht nur ökologisch und sozial, sondern bewusst auch ökonomisch. Insofern möchte ich die Gelegenheit auch nochmal lagbildhaft zu nutzen, um zwei anders gelagerte Beispiele zu zeigen, weshalb wir überzeugt sind, dass nachhaltige Digitalisierung Wirkung erzeugt und ein guter Weg ist, auch Wohlstand und Wertschöpfung bei uns weiter zu generieren. Ein besonderes Beispiel haben wir 2020 mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet. Die Blechwarenfabrik Limburg zeigt als ein besonders gelungenes Beispiel das Zusammenspiel von Digitalisierung und Circular Economy. Das sind die beiden, die Unternehmerinnen und Unternehmergeschwister Annika Roth und Hugo Rappmann haben hier eine tolle Leistung vollbracht und insbesondere im Rahmen der damals aktuell laufenden Umzüge in den Neubau ihres Fabrikgebäudes haben sie durch Hightech-Digitalisierung in Sachen Energie und Ressourceneffizienz neue Maßstäbe gelegt, ganz im Sinne des Klimaschutzes und der Circular Economy, eben auch der ökonomischen Effizienz hier ganz entschieden ihr Unternehmen vorangebracht. Im Rahmen des Gesamtkonzepts wurden beispielsweise Abwärme aus industriellen Prozessen genutzt, Solarenergie genutzt, aber vor allem durch einen enormen Effizienzgewinn durch digitale Prozesse
werden hier mit den neuen Maßnahmen im Betrieb im Jahr ca. 2600 Tonnen Kohlenstoffdioxid weniger ausgestoßen und rund 100 Tonnen Weißblech eingespart. Also die Frage Ressourcen- und Energieeffizienz durch Digitalisierung finden hier ein ganz wunderbares Beispiel. Aber wir haben nicht nur Beispiele, sagen wir, wo man über den Neubau optimieren kann, sondern ich habe hier bewusst auch ein Beispiel mitgebracht aus einem sehr klassischen Betrieb, hier die Eisengießerei Adam Hönig aus dem Allgäu. Die Firma produziert hochwertige Gussprodukte für viele unterschiedliche Branchen, ist ein klassischer Traditionsbetrieb, wo die Produktion oft auf Erfahrungswissen basiert. Und wir haben hier im Unternehmen mal bewusst alle relevanten Daten zu Energieverbräuchen erfasst. An vielen Stellen wurden neue Messsituationen zur Energieerfassung eingeführt und dadurch konnten dann in der Folge der Messung zahlreiche kleine Optimierungen durchgeführt werden. Also wir reden hier nicht über die Großinvestitionen. Und schon durch das Messbarmachen und die daraus folgenden Optimierungen konnten hier deutliche Energieeinsparungen zustande kommen. Betriebsabläufe konnten besser gestaltet werden, zum Beispiel das nächtliche Abschalten der Öfen. Diese fuhren vor dem Projekt über Nacht automatisch an und die genauere Analysemöglichkeit durch Messbarkeit der Energieflüsse ergab dann, dass das Anheizen auch langsamer erfolgen kann, dass Energie gespart werden kann, aber dass auch die Belastung des Ofenmaterials deutlich gesenkt werden konnte. Wir haben dann noch über eine Handy-App ermöglicht, die Arbeitsschritte in der Gießerei durch das Scannen von Barcodes ebenfalls ins System einzuspeisen. Das heißt, auch hier einfach eine Möglichkeit zur Optimierung der Prozesse und zur besseren Steuerung. Das alleine hat eine Reduktion von rund 300 Tonnen CO2 im Jahr ermöglicht. Und wie gesagt, da reden wir noch nicht über die Großinvestitionen und da reden wir noch nicht über KI beispielsweise, um diese Optimierungen dann auch nochmal zusätzlich zu unterlegen. Das sind jetzt durchaus weitere Projekte, die in dem Bereich anstehen und durchgeführt werden. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, nur ein paar Blitzlichter von uns vorneweg. Ich glaube, es geht jetzt mehr denn je darum, den digitalen Wandel nicht aufzuhalten, nicht zu bejammern, sondern ihn nachhaltig zu gestalten. Also ganz offensiv die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, sowohl für die ökonomische Weiterentwicklung unserer Unternehmen, unserer Volkswirtschaft, aber eben auch, um unser Handeln, unser Wirtschaften in Einklang mit der Umwelt zu bringen. Wir sind überzeugt, dass Digitalisierung enorme Hebel für die Nachhaltigkeit hat, wenn wir die Digitalisierung richtig nutzen. Insofern hoffen wir, dass wir mit der Befragung auch dazu einen Beitrag leisten. Sollten Sie Fragen zum Monitor und seinen Ergebnissen haben, können Sie gerne auch einfach Jan Queining und unser Team von Nachhaltig Digital anschreiben. Sie finden die Studie auch ab sofort auf der Homepage der DBU. Also insofern mein ganz herzlicher Dank an das Team von Nachhaltig Digital für die Arbeit und die Vorbereitung der heutigen Veranstaltung. Ganz herzliches Willkommen an unsere Gäste und jetzt freue ich mich auf eine spannende Diskussion, die uns hoffentlich gemeinsam hilft, die großen Herausforderungen anzugehen und Digitalisierung mit all ihren Lösungspotenzialen auch wirklich voranzubringen und anzugehen. Insofern, frohes Schaffen allerseits. Vielen Dank an Herrn Bonde für den spannenden ersten Einblick, die Schlaglichter und den Aufschlag zu dieser Veranstaltung. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es mehr denn je wichtig ist, diese Transformation aktiv mitzugestalten und damit man neben der Metastudie, die wir jetzt gemacht haben, so ein bisschen reingefühlt hat, wie der Status quo Mittelstand ist, freue ich mich, Birgit Wintermann zu begrüßen, die einfach nochmal genauer reingeschaut hat, was Menschen in Entscheidungspositionen in Unternehmen bewegt hat. Dort wurden zwei Studien durchgeführt. Und da freue ich mich, dass es nochmal so einen kurzen theoretischen Input dazu gibt, was quasi EntscheiderInnen ganz direkt intrinsisch oder auch nicht bewegt. Ja, danke schön. Das mache ich sehr gerne. Das, was man gleich feststellen wird, ist, dass es da natürlich erfreulicherweise Überschneidung gibt in unseren beiden Betrachtungen.
Ich möchte hier gerne einmal zeigen, was wir hier haben. Das sind eben drei Studien, die wir in den vergangenen 1 bis 1,5 Jahren durchgeführt haben. Wir haben uns einmal mit dem Begriff der doppelten Transformation auseinandergesetzt. Den zeige ich gleich nochmal, das Ergebnis. Haben dann eine Metastudie mit Fraunhofer IAO durchgeführt und haben einfach mal geguckt, was gibt es zu dem Thema doppelter Transformation eigentlich schon in der Studienwelt. Und haben dann nochmal, um unsere Eindrücke etwas genauer fassen zu können, nochmal mit 18 Unternehmen uns in so ein Tiefeninterview begeben und nochmal gefragt, wie die das jetzt im Detail sehen. Da möchte ich jetzt gerne einmal kurz drauf eingehen, was wir da gefunden haben. Hier einmal nochmal der Begriff der doppelten Transformation. Kurz kann man sagen, dass sich gezeigt hat, dass die Experten, mit denen wir gesprochen haben, der Meinung sind, dass eben doppelte Transformation bedeutet, dass Digitalisierung in diesem Fall eine Methode ist, um nachhaltige Transformationen voranzubringen. Klar ist das aber auch ein Prozess, der auch noch gerade erst im Entstehen ist. Wir haben es auch gerade gehört. Also die Digitalisierung hat zwar den Schub erhalten durch Corona, aber zurzeit erlebe auch ich gerade in den Unternehmen einen Backlash, der sich meistens auch dadurch zeigt, dass man von dem Remote-Arbeiten auch nicht mehr so wahnsinnig begeistert ist. Also Betriebsvereinbarungen, die jetzt gerade geschlossen werden, gehen eher darum, wie man das umkehrt. Google, aktuelles großes Beispiel, möchte die Leute jetzt wieder 3 Tage im Büro haben. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür. Und man muss einfach auch mal sehen, dass Digitalisierung einerseits den Technisierungsaspekt hat, dass man Technik nutzt, wie wir es auch gerade in den Beispielen gehört haben, mit Apps oder sonstigen technisierten Anwendungen, aber andererseits eben auch die Methode des Arbeitens gesehen werden muss, die ganz klar auch Innovationsmöglichkeiten bietet. Ja, wir haben dann in der Metastudie einfach mal geguckt, was gibt es für Möglichkeiten, und wir sind da mal anders rangegangen und haben Hypothesen, die sich aus unserer Vorarbeit ergeben haben, einfach mal daraufhin untersucht, ob die sich bestätigen lassen oder eben nicht. Man sieht hier die grünen Felder, das sind diejenigen, die sich verifizieren haben lassen. Die roten, da war es eine eindeutige Falsifizierung, die man feststellen konnte. Und die blauen, die sind so dazwischen, da sage ich gleich ganz kurz was dazu. Also kurz kann man sicherlich sagen, die doppelte Transformation ist in den Betrieben angekommen. Insofern, als das allen bewusst ist, dass sie sich digitalisieren müssen und dass sie sicherlich auch nachhaltiger werden müssen. Was aber auffällig war, dass offensichtlich diese beiden Themen noch nicht so zusammen betrachtet werden und dass auch tatsächlich noch keine wirklichen Strategien vorhanden sind, um damit umzugehen. Was die meisten sehen, ist eben, dass auch, oder was wir sehen können, ist, dass die Nachhaltigkeit betriebswirtschaftliche Potenziale bietet, aber eben die Umsetzungsstrategien noch nicht da sind. Und was tatsächlich auch noch fehlt, ist eine Priorisierung. Damit ist gemeint, dass tatsächlich die Unternehmensspitze sagt, wir wollen auf jeden Fall und nicht um jeden Preis, aber sehr, sehr stark zur Erreichung von Zielen nachhaltig werden. Das fehlt einfach noch, dass das so klar ausgegeben wird, diese Losung. Und dann fehlen meistens auch noch die personellen Ressourcen und auch vor allen Dingen die Fähigkeiten, das genau in diesem Sinne umzusetzen. Was sich auch hat feststellen lassen, ist, dass die nachhaltige Transformation sehr kundengetrieben ist, dass also das einen großen Einfluss hat, was die Kunden tatsächlich wollen. Und je mehr eben der Druck wächst von Kundenseite auch, dass man gerne mehr nachhaltige Produkte möchte oder auch die Dienstleistungen auf eine Art und Weise erbracht werden, dass nicht noch unnötiges CO2 ausgestoßen wird, das hat schon auch nochmal einen großen Einfluss. Eine Hypothese, die wir hatten, war, dass die 3 Dimensionen der Nachhaltigkeit, also ökologisch, ökonomisch und sozial gleich auf sind, dass sie gleichwertig sind. Das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Also da kann man tatsächlich sagen, dass zurzeit durch die Klimawandeldiskussion der ökologische Aspekt sehr, sehr weit vorne ist. Ich würde aber mal sagen, gleich auf mit dem ökonomischen, denn natürlich ist das ein selbstverständliches Interesse der Unternehmen, dass sie natürlich auch zukünftig noch Bestand haben. Ja, und es hat sich auch zu meiner großen Erleichterung auch als falsch herausgestellt, dass die meisten Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit nur als Image- und Reputationsthema sehen, sondern in der Tat wird die Notwendigkeit wirklich wahrgenommen. Ja, was nicht so ganz klar war, war die Frage, das war eine Wahrnehmung, die wir hatten, schon aus unserer Zeit, als wir uns nur noch mit Digitalisierung befasst haben, dass Digitalisierung ein nachhaltiges Mindset schafft. Und auch, dass Smart-Tracking-Tools das Verhalten in Richtung Nachhaltigkeit triggern können. Das ließ sich aus den Studien, die es bisher gibt, nicht wirklich herausbilden. Aber
Es war auch nicht so, dass man sagen kann, das ist so nicht, weil man klar sagen muss, dieser Aspekt ist schlicht und ergreifend in den bisherigen Studien einfach überhaupt nicht betrachtet worden. Also das wäre etwas, wo man nochmal anknüpfen könnte, ob sich daraus noch was machen lässt. Noch ein kurzer Blick auf Kernaussagen, da möchte ich aber nur ganz kurz in den Fokus nehmen. Das ist zum Teil redundant mit dem, was wir schon gehört haben aus dem Monitor oder auch aus der Metastudie. Aber was, denke ich, nochmal wichtig ist zu sehen, dass die Unternehmen, die bereits in der doppelten Transformation ein Stückchen weitergekommen sind, sehen, dass Nachhaltigkeit ein Kern wirtschaftlicher Überlebensfähigkeit ist. Also das entscheidet, ob ich in 5 oder 10 Jahren als Unternehmen noch existiere oder nicht. Eben wenn ich in der Lage bin, mich anzupassen und nachhaltiger zu werden. Was dabei auch nochmal wichtig ist, dass man nicht nur sagt, ich spare ein bisschen CO2 ein, sondern dass man über ein regeneratives Nachhaltigkeitsverständnis nachdenkt. Also ich muss zusehen, dass wirklich das, was man ausstößt, möglichst weit runtergeht, dass man eben da ja einfach regenerativ denkt und ja einfach nicht mehr verbraucht, als man tatsächlich auch irgendwie wieder einsparen kann. Dann auch, dass es natürlich Investitionen sind und keine Kosten, gehört natürlich dazu. Aber das, was für uns relativ überraschend war und was, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Appell war, das war, dass die Unternehmen sich nicht nur gewünscht haben, wir haben gefragt, was wünscht ihr euch, sondern sie haben gefordert, dass der Staat eine stärkere Rolle übernimmt, weil die Unternehmen, die zurzeit schon nachhaltiger sind als andere, oft einen Wettbewerbsnachteil haben und sagen, der wird sich auch nicht auflösen, wenn nicht auch alle anderen Unternehmen mehr oder weniger gezwungen sind, auch nachhaltiger zu werden und es da einfach Rahmenbedingungen gibt, an die man sich halten muss. Das jetzt nun mal ein kurzer Einblick in die Studien, diese gerne über uns abzurufen, einmal über die Website www.zukunftdernachhaltigkeit.de, aber auch sonst gerne einfach mal auf der Bertelsmann Stiftungsseite suchen oder mich anschreiben. Das war's in aller Kürze. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir für die spannenden Einblicke. Und nachdem wir jetzt so 2 theoretische Inputs haben, gehen wir mal rüber auf die praktische Seite. Und du hast ja auch vorhin gesagt, dass so im Kern Nachhaltigkeit wichtig ist. Bei Laurelie und Jonathan habe ich da ganz viel Nicken gesehen, falls alle anderen das nicht gesehen haben. Darum freue ich mich jetzt mal zu hören, Laurelie, was genau macht ihr eigentlich und welche Umsetzungsstrategie, die ja gerade eigentlich gesagt wurde, fehlt, habt ihr quasi aufgesetzt für eine nachhaltige und digitale Lösung? Ja, vielen Dank für das Intro. Ich werde mal meine Folien teilen, damit ihr auch was sehen könnt. Eine Sekunde. Ich würde euch gerne noch hier das im Vollbildmodus zeigen. Wir haben nämlich vorhin festgestellt, die sehen sonst nicht so schön aus. Entschuldigung. Will irgendwie nicht, obwohl wir es vorher noch ausprobiert haben. Doch, jetzt haben wir es. So, es müsste jetzt zu sehen sein. Mein Name ist Laurelie Martin und ich habe hier auch schon vorne stehen. Gemeinsam machen wir Immobilien nachhaltiger, smarter und sozialer. Und das ist auch der Kern unserer Plattform, die wir haben. Wir haben uns mit dem Thema in der Immobilie auseinandergesetzt und sagen, gemeinsam gegen den Klimawandel, das funktioniert nicht alleine, sondern es geht nur im Schulterschluss. Und auf der Folie hier möchte ich mal zeigen, wenn wir von gemeinsam sprechen, wen meinen wir denn da? Und für uns steht vorne einmal der Eigentümer, das ist der Initiator. Die haben, wie schon jetzt öfter erwähnt, den Need zum Handeln erkannt, denn Immobilien stoßen 40% der Gesamtemissionen aus. Und davon wiederum sind 80% verbrauchsabhängig. Und deswegen kommt nach unserem Initiator, dem Eigentümer, natürlich in den Fokus der Mieter. Das ist für uns der Energy Saver. Unser Mieter kann und hat den größten Impact auf den Verbrauch in Gebäuden. Wir als United Share stellen eine Plattform zur Verfügung. Wir verknüpfen quasi, wir schlagen die Brücke zwischen dem Mieter und nachhaltigen Microservices, die in der Immobilie genutzt und benutzt werden können. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich dieses positive Verhalten der Mieter belohnen. Und deswegen ist bei uns ganz wichtig, dieses Zusammenspiel funktioniert nur, wenn diese 4 Teilnehmer hier gemeinsam gegen den Klimawandel arbeiten.
Wir schauen uns mal ein Beispiel an. Das ist jetzt hier mal ein Mehrparteienhaus, exemplarisch aufgebaut. Was haben wir da für Probleme? Mit was strugglen wir? Wie gehen wir vor? Wir sagen zum einen, nachhaltige Microservices binden wir an. Das sind Unternehmen, das sind teilweise smarte Startups, das sind Lösungen, die aus den Sharing-Konzepten kommen, die teilweise auch schon etwas eingesessenere Immobilien sind, die sich Nachhaltigkeit auch auf die Fahne geschrieben haben. Und diese Microservices werden individuell auf die Immobilie und ihre Nutzer angepasst dort implementiert. Dann haben wir eine Verbrauchsübersicht. Wir stellen den Energieverbrauch der Mieteinheiten transparent den Mietern dar. Denn nur wenn ich weiß, was ich verbrauche, kann ich auch aktiv mich damit auseinandersetzen, wie ich diesen Energieverbrauch reduzieren kann. Und da ist natürlich einer der wichtigen Bausteine unsere Microservices. Der Housestream ist jetzt genau der Punkt, der das ganze soziale Thema mit abbildet. Und hier ist es mir ganz wichtig, wir sehen auf unserem Bild die verschiedenen Sprachen. Wir haben unser System vor allem für Immobilien entwickelt, in der teilweise viel Migrationshintergrund ist, in Teilen teilweise unterschiedliche Kulturen und Sprachkreise aufeinandertreffen. Und wir wollen durch unsere multilinguale Kommunikation Sprachbarrieren abbauen und das Gemeinschaftsgefühl stärken und ganz pragmatisch auch Tipps und Hilfen für die Energieeinsparung übermitteln. Denn oft ist es so, die Leute würden ja gerne was machen, aber sie wissen gar nicht wie. Ja, und hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, in der jeweils präferierten Sprache für den Mieter diese Hilfen und Tipps anzubieten. Ich habe vorhin schon von einem Reward-Programm gesprochen. Es ist immer wichtig, Anreize zu schaffen, und wenn man belohnt wird, macht es mehr Spaß. Unser Reward-Programm ist darauf ausgelegt zu sagen, okay, du hast zwei Möglichkeiten. Wenn du zum Beispiel in deiner Mieteinheit deinen Energieverbrauch reduzierst, belohnen wir dich mit Tokens, die du wiederum in den Microservices ausgeben kannst. Aber auch wenn du natürlich die nachhaltigen Sharing-Konzepte und Microservices nutzt, haben wir hier auch ein Reward-System, denn das hat natürlich einen sehr großen Impact auch wiederum, wenn wir sagen, okay, wir teilen statt zu kaufen oder zu produzieren. Am Ende ist immer die Frage, was können wir oder was haben wir für einen Impact oder was können wir leisten? Wir haben in unseren Objekten, die wir bis dato bespielen, eine Energieeinsparung je Einheit von bis zu 25% feststellen können. Das ist eine CO2-Reduktion von einer Durchschnittswohnung, die wir hier ermittelt haben, von einer Tonne pro Jahr. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass wir eine Wertsteigerung des Gebäudes erfahren, denn die Mieter fühlen sich in der Community wohl, leisten durch ihre Microservices einen wichtigen Beitrag, haben dadurch aber auch einen Mehrwert. Wir haben weniger Mieterwechsel, wir haben weniger Komplikationen in den Immobilien und wir haben natürlich auch einen Mehrwert, den wir da generieren. Ja. United Share ist für uns, wie wir hier schon sehen, ist ein, wir sagen, nachhaltige Microservices und glückliche Mieter. Was mir nur ganz wichtig ist, noch zu dem Thema Nachhaltigkeit zu sagen und zu erzählen. Wir tragen das nicht nur nach außen, sondern wir haben das auch in unserem Unternehmenskern so aufgebaut. Für uns ist nachhaltige Technologie sehr wichtig. Wir hosten all unsere Daten in deutschen Rechenzentren, in Technik und Hardware, die uns gehört, die teilweise über zirkuläre Systeme wiederverwertet werden können. Wir coden unsere komplette Plattform in Köln und suchen natürlich auch alle unsere Kooperationspartner mit dem Blick auf Nachhaltigkeit und vielen anderen Werten, die wir als Unternehmen vertreten, aus. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir eins der Startups sind, die die DBU unter ihre Fittiche genommen haben. Und auch hier sind wir sehr glücklich, auf das große Netzwerk und der Partner zugreifen zu können. Und sollte jetzt einer von Ihnen sich angesprochen fühlen und sagen, Mensch, wir sind ein Unternehmen oder wir sind ein Startup, oder ich habe eine Idee für einen Microservice, den Sie implementieren könnten in der United Share, oder wir sind eine Immobilie, die das brauchen könnte, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie einfach Kontakt mit mir aufnehmen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir für deinen Input und ein spannendes Konzept zum Sharing. Tatsächlich gehen wir jetzt mal rüber zu einem ganz anderen Ansatz, der eigentlich gar nicht so viel mit Sharing zu tun hat. Jonathan Fahlbusch, ich freue mich, dass du da bist. Und ihr habt euch auf den Weg gemacht, das Traditionshandwerk der Bäckerei quasi zu digitalisieren. Wie genau habt ihr das denn gemacht? Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite, dass ich heute dabei sein darf und so einen kleinen Einblick hier zum Thema des backenden Handwerks geben darf und vor allen Dingen, wie die Twin Transformation in diesem Bereich unterwegs ist. Ich teile mal meinen Bildschirm dafür, dann können wir gemeinsam auf eine kleine Präsentation gucken. Jetzt müsste ich drin sein. Genau, es geht ja heute ein bisschen um das Thema der Twin Transformation, jetzt im Kontext vor allen Dingen aber im backenden Handwerk. Kurz einmal dazu, wer wir konkret sind. Wir sind an der Stelle ein ganzheitlicher Partner, so verstehen wir uns, der das Thema der digitalen Transformation im ökonomischen, aber auch ökologischen Sinne versucht zu begleiten. Wir müssen uns vorstellen, das Handwerk, vor allen Dingen das backende Handwerk, ist ein recht klassisches Handwerk, was bisher noch recht unberührt bei dem Thema der Digitalisierung ist. Und so verstehen wir tatsächlich uns als Motor für das backende Handwerk mit der Digitalisierung, diese nicht nur ökologischer zu machen und ökonomischer, sondern auch vor allen Dingen langfristig weiter aufzustellen, dass sie auch Bestand haben kann. Das versuchen wir aus den unterschiedlichen Bereichen heraus, wo wir sagen, wir wollen bewusst als Branchenexperte verstanden werden, weil gerade die Probleme der Branche sehr, sehr besonders sind. Wenn wir jetzt darauf gucken, wie diese Branche funktioniert, ist es einfach ganz besonders. Es wird an einem Ort produziert und am nächsten Morgen direkt verkauft. Das ist natürlich in der Konzeption recht besonders. Da versuchen wir als direkter Ansprechpartner immer direkt bei den backenden Betrieben vor Ort zu sein, weil wir wissen, das Thema der Digitalisierung ist so komplex, so wahnsinnig umfassend, so heterogen, sodass wir die Betriebe immer in dem Bereich als Ansprechpartner, als Berater zur Seite stehen. Im Prinzip kann man uns also als Problemlöser verstehen. Wir sehen immer wieder Probleme und sagen, okay, diese Probleme wollen wir lösen. Zum Ende habe ich dann auch tatsächlich ein konkretes Problem noch mitgebracht, was wir durch eine unserer Lösungen versuchen zu lösen. Wenn wir jetzt mal reingehen und gucken, wie das tatsächlich im backenden Handwerk aussehen kann, ist vor allen Dingen da der Fokus, dass wir sagen, wir wollen nicht nur reingehen und sagen, alles, was ihr bisher gemacht habt, ist falsch und nicht mehr richtig. Das ist nämlich tatsächlich auch ein Teil der Wertschätzung, wo es dann in dem Kontext vor allen Dingen um das Thema des Menschen geht. Wir müssen bei dem Thema der digitalen Transformation, bei der Twin Transformation, die Mitarbeiter mitnehmen, die so weit schulen, dass sie auch tatsächlich das System verstehen. Denn nur durch nachhaltige Bildung auch der Mitarbeiter wird dieses Konzept überhaupt tragfähig. Wir versuchen also auf bestehende Prozesse und Systeme aufzubauen und dadurch einen höchstmöglichen Grad der Vernetzung zu erreichen. Da haben wir an der Stelle ein eigenes Portal mit aufgebaut, also nicht nur eine Vernetzung der Kompetenzen, sondern tatsächlich auch der Daten. Denn in dem Moment, wo wir die Daten vernetzen und wir mehr Daten zusammenziehen, können wir aktiv auch klarer steuern und auch da den Nutzen rausziehen aus den Daten, um an dieser Stelle dann zielgerichtet und nachhaltig das Thema der Digitalisierung und vor allen Dingen der Effizienzsteigerung zu fokussieren. Nur durch diese Kombination, durch das Ineinandergreifen, wo wir sagen, wir wollen die bestehenden Systeme aktiv unterstützen, diese nach vorne heben durch Schnittstellen und die Plattform verbinden, erreichen wir dann tatsächlich auch das Thema der Twin Transformation, wo wir sagen, das ist auch nachhaltig sinnvoll in die backende Welt reingetragen. Wenn wir mal weiter reingehen, sehen wir, dass wir tatsächlich immer wieder den Punkt haben, wir müssen die Mitarbeiter aktiv mitnehmen. In dem Moment, wo in dem Beispiel, was ich gleich bringe, wenn es um KI geht und ein Mitarbeiter wird auf einmal von einer Aufgabe entbunden und jetzt soll die KI es machen, ist es einfach wahnsinnig wichtig für die Mitarbeiter zu verstehen, was ist der konkrete Gedanke dahinter und vor allen Dingen den nötigen Respekt fürs Handwerk zu haben. Wir sind in einem sehr, sehr traditionellen Handwerk unterwegs, wo wir immer wieder sagen müssen, okay, der Respekt dem Mitarbeiter gegenüber, im Zweifel der Verkaufsleitung, die seit Jahren ihre Arbeit macht, die einfach zu sagen, okay, und jetzt übrigens ist es fertig, vielen Dank für die letzten 20 Jahre, jetzt macht es die KI, so funktioniert Transformation nicht, so funktioniert vor allen Dingen nicht Transformation zusammen mit den Menschen. So sagen wir, dass wir aktiv in das Gespräch mit den Betrieben gehen, die Mitarbeiter schulen, über E-Learnings ganz konkret, auch über die Plattformen, wo wir denen zeigen, auch viel durch Gespräche tatsächlich,
denen zeigen, wie Transformation aussieht und was der Gedanke dahinter ist. Der Gedanke ist ja nicht, dass ich Ressourcen wegrationalisieren will, sondern tatsächlich einen Mehrwert stiften will, einen ökologischen Mehrwert und einen ökonomischen Mehrwert, wo ich tatsächlich konkret dann als Unternehmen mir auf die Fahne schreiben kann, ich habe bei dem Thema der Twin Transformation in Deutschland mitgemacht und habe meinen Betrieb langfristig erfolgreich aufgestellt. Wenn wir mal in ein konkretes Thema reingehen, einen möglichen Schwerpunkt, das ist im Prinzip unser Kern, mit dem wir zu Beginn ins Rennen gegangen sind, sind wir an der Stelle mit dem Thema der KI unterwegs, wo wir die Absatzplanung, also das, was für den nächsten Tag produziert werden muss, in den Filialen automatisiert haben über eine KI, die die letzten 2 bis 3 Jahre der Historie analysiert und daraus ein Modell baut, was für die nächsten Tage relevant ist, was produziert werden muss, um da im besten Fall die richtigen Produkte zur richtigen Zeit liefern zu können und damit die Food Waste Reduction deutlich zu verringern. Dort reden wir an der Stelle von 20% weniger Retouren, 25% weniger Ausverkäufe und trotzdem, und das ist ganz wichtig, vor allen Dingen im Handwerk und im KMU-Bereich, 12% mehr Umsatz zu schaffen. Denn auch aus der Gewissheit heraus, nur ökologisch einen Mehrwert zu stiften, funktioniert es in dem wirtschaftlichen Bereich, vor allen Dingen im Mittelstand, nicht unbedingt immer, sondern im gleichen Zuge zu haben, okay, wir haben auch eine Steigerung unserer Wertschätzung innerhalb des Unternehmens und wir können sogar unseren Umsatz steigern, dadurch, dass wir die richtigen Produkte zur richtigen Zeit haben, um eine optimale Warenverfügbarkeit zu garantieren. In diesem Moment, wo wir tatsächlich diese Kooperation aus den Daten, die wir zusammenziehen, über die Plattform hinweg und im gleichen Zuge dann das Auswerten der letzten 2 bis 3 Jahre, da kann man sich vorstellen, werden ungefähr 30 bis 40 Parameter im Hintergrund nebeneinander gelegt, sowas wie Wettervorhersagen und so weiter und so fort, erzeugen wir ein Bild, was bei dem Betrieb einen konkreten Mehrwert hervorruft. Und das ist auch tatsächlich die Erfahrung, die wir gemacht haben, sowohl in den Gesprächen mit den Mitarbeitern, sowohl aber auch dann im Gespräch vor allen Dingen mit der Geschäftsführung, wenn wir diese Themen einführen, dass es immer darum geht, dass wir den konkreten Mehrwert in den Vordergrund stellen, den messbaren Mehrwert, dass wir nicht nur darüber reden, wir machen Digitalisierung der Digitalisierung wegen, sondern bewusst aus dem Grund heraus, wir wollen den Mehrwert in den Vordergrund stellen, dass wir eine Food Waste Reduction haben, ist inzwischen wahnsinnig wichtig geworden. Gerade in dem Konzept oder in den letzten Monaten der Krise ist es im Handwerk, im backenden Handwerk, spätestens seit den letzten 1,5 Jahren, das Thema der Rohstoffverfügbarkeit einfach wahnsinnig schwierig geworden. Das heißt, die Waren und die Rohstoffe so einzusetzen, dass sie optimal in meiner Unternehmung, in meinem Betrieb wirken können, ist wahnsinnig wichtig geworden. In Zeiten, wo die Preise teurer geworden sind, ist es wahnsinnig wichtig geworden, die Retouren nicht nur aus ökologischen und ökonomischen Gründen zu reduzieren, sondern tatsächlich auch im gleichen Zuge zu sagen, ich habe im Zweifel gar nicht grundsätzlich viel mehr zur Verfügung, sondern das ist mein Limit, was ich gerade bekommen kann. Das ist sehr, sehr stark in den letzten, zuerst in der, über die Corona-Phase, aber dann auch die letzten 1,5 Jahre mit reingekommen, wo wir einen konkreten Mehrwert durch KI, durch Digitalisierung ins backende Handwerk reinbringen können. Und immer unter dem Gedanken und dem Wunsch, durch die Vernetzung über das Portal, das im Prinzip können Sie sich das vorstellen wie eine Enterprise-Lösung, wo es wirklich darum geht, Daten miteinander zu verbinden und einen größtmöglichen Data Lake zu erzeugen, um daraus den größtmöglichen Datenschatz zu generieren und diesen zu nutzen, um den dann in Richtung der Twin Transformation aufzubrechen. Das war es schon von meiner Seite, auch genauso wie meine Vorrednerin gerade schon sagte, wenn es Fragen gibt im Nachhinein, kommen Sie gerne auf mich zu. Unten steht auch noch meine Nummer, da können Sie sich gerne bei mir melden. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Und damit sind quasi die Inputs abgeschlossen. Und für mich ist damit der Zeitpunkt gekommen, wo ich einmal den Hut wechseln werde, da ich die Studien in den letzten 3 Jahren als Autor mit verantwortet habe, werde ich jetzt in der Diskussionsrunde für Fragen zu den Entwicklungen vielleicht auch zur Verfügung stehen und an Rainer Erb werde ich die Moderation einmal abgeben. Und dann wollte ich noch einmal kurz sagen, falls Fragen sind, einfach in den Chat oder kurz die Hand heben. Genau.
Ja, vielen Dank, Jan. Damit eröffnen wir dann unser Panel und die Möglichkeit zu fragen. Du hast es gerade gesagt, schreiben Sie es gerne in den Chat und ansonsten bitten wir um eine kurze, sozusagen das digitale Melden, damit Sie in der Vielzahl der Teilnehmenden für mich dann sichtbar werden auf dem Monitor. Wie gesagt, feuerfrei für Ihre Fragen. Beginnen möchte ich mal mit einer. Wir haben das eingangs bei der Vorstellung des Monitors gehört, dass während der Pandemie viele Unternehmen quasi reaktiv digitalisiert haben. Und dann kam ja eine etwas ernüchternde Zahl auch, dass wir gesehen haben, dass die Nachhaltigkeit bei Ihnen, wenn man ehrlich ist, bei über der Hälfte gar keine Relevanz hat. Jetzt haben wir hier von Ihnen, von euch gerade inspirierende Beispiele gehört, wo das aber auch gut funktioniert hat, beides zusammenzudenken und nach vorne zu bringen. Und mein Eindruck ist, dass es manchmal wirklich darum geht, den Anfang zu finden, loszulegen, einfach mal machen. Und von daher die Frage in die Runde und vielleicht fangen die beiden von den Startups mal an. Habt ihr Tipps, habt ihr Empfehlungen, um ins Tun zu kommen? Also was kann man Unternehmensvertreterinnen und Vertretern sagen, wie könnt ihr loslegen? So aus pragmatisch durch eure persönliche Brille vor dem Hintergrund der geschilderten Erfahrung. Vielleicht, ja. Laurelie, Martin, magst du beginnen? Ja, vielleicht sage ich mal da ganz ein paar Sachen dazu. Also ich komme aus der Immobilienbranche, ich mache seit 20 Jahren nichts anderes und mir ist irgendwann mal aufgefallen, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen hier Lösungen und die Lösungen, die ich gesucht habe, habe ich nicht gefunden und weil ich sie nicht gefunden habe, habe ich sie dann selber gemacht. Also es ist im Endeffekt, ich komme aus der Branche raus und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht in Strukturen verhaften, die wir einfach lange kennen, dass auch viele Unternehmen, die lange schon sehr erfolgreich in ihrem Segment sind, neu denken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Horizont erweitert und mal aus seiner Schiene rauskommt. Und ich habe in Corona, in diesen Pandemiejahren gemerkt, dass, wie ich fand, die Leute Gesprächsberater waren. Also die Immobilie ist vielleicht per se eine eher schwierige Branche, weil bei uns alles episch lange dauert und Technik genau das Gegenteil ist. Aber ich glaube, dass in den Jahren uns gezeigt hat und jetzt im Anschluss auch an die Zinspolitik, dass ich glaube, es wird viel Bewegung in der Branche geben. Und ich glaube, da muss man einfach ins Machen kommen und man muss das auch unterstützen, wenn andere Unternehmen oder wenn Startups Ideen hervorbringen, mal zu sagen, okay, komm, lass uns das mal versuchen. Also das wünsche ich mir tatsächlich für alle neuen innovativen Ideen, dass viele gut Eingesessene tatsächlich sich da zusammentun und auch mit an dem Strang ziehen. Ich glaube, dann kann da was richtig Gutes draus werden. Jonathan, magst du vielleicht da den Ball nochmal aufnehmen und aus deiner Sicht ergänzen? Na klar, sehr gerne. Ich glaube, gerade in der Branche des bauenden Handwerks, das ist eine Branche, die schon sehr, sehr alt ist. Ich würde fast sagen, die älteste, das älteste Handwerk, was es gibt. Und dementsprechend sind schon viele Krisen und viele Transformationen auch in dieser Branche umhergegangen, was, würde ich fast mal sagen, pauschal eine gewisse Müdigkeit erzeugt hat. Grundsätzlich auf das Thema der Transformation einzugehen. Vor allen Dingen in dem backenden Handwerk ist es faktisch so, dass Transformation nicht nur immer was Gutes bedeutet. Und das hat an der Stelle aber im gleichen Zuge uns dazu geführt, dass wir bemerkt haben, wir müssen sehr, sehr stark über den Nutzen gehen. Der Nutzen, der konkret für die Betriebe da ist. Also nicht nur der Transformation wegen, jetzt schon wieder irgendeine Änderung zu machen, Leo voll gesagt, sondern ganz klar darüber formuliert, was ich als Betrieb konkret davon habe, was ich davon als Betrieb nutzen kann, um meinen Alltag, meinen persönlichen Alltag zu erleichtern und im gleichen Zuge innerhalb dieser stressigen Phase, auch belastenden Phase fürs Unternehmen, einen Mehrwert zu leisten. Einen Mehrwert auch an der Stelle für die Gesellschaft zu leisten. Und das kriege ich nicht hin, nur zu Bruchteilen. Gibt es dann Visionäre, die sagen, ich will dieses Thema bewusst voranstellen, ich will bewusst die Transformation, aber ein Großteil will bewusst den Nutzen haben. Und da ist es ein großer Vorteil, über KI, über die Daten dann einen Nutzen zu stiften, über die Digitalisierung Erleichterung reinzubringen, die in dem Alltag spürbar ist. Und das ist ganz klar unser Statement, wie man es ins Machen kann, den Nutzen voranstellen und ins Machen kommen, indem ich tatsächlich die Betriebe mitnehme und alle Mitarbeiter vom Nutzen überzeuge und denen aufzeige, was es konkret bedeutet. Da schließt sich für mich an. Ich habe in eurer Bertelsmann-Studie, Birgit Wendermann, eben wurde es ja vorgestellt, dass
diejenigen, die es schon gemacht haben, die Unternehmen, dass die fordern, so war ja die Formulierung, dass der Staat eingreift und diesen Nachteil, der ihnen durch die entstanden ist, quasi kompensiert. Wenn man jetzt hier sieht, der Nutzen, wenn man den Nutzen in den Vordergrund stellt, wäre ja, also ich bin überrascht, dass die Unternehmen dann da nach dem dieser Ruf kommt. Wie könnte denn so ein Twist aussehen, dass man den vielleicht kurzfristigen vorhandenen Nachteil dreht in einen Vorteil? Also Stichwort Incentivierung, weil wir wissen ja alle, dass die Unternehmen langfristig, das war ja auch ein Outcome, profitieren werden. Aber für diese Übergangsphase, was sind, hat da eure Studie was gezeigt, wo da Ansatzpunkte sein könnten, hier einzugreifen? Klar, man muss also erstmal unterscheiden. Also die Frage, ob Digitalisierung, also ich bin ganz dabei, Digitalisierung muss man den Nutzen erkennen, sonst machen die Unternehmen das nicht. Dann veraltet man einfach nur und ist nicht anpassungsfähig genug und verschwindet irgendwann vom Markt, weil man das nicht getan hat. Nachhaltigkeit ist eine Sache, das hat Corona so schön gezeigt, als es darum ging, dass die Unternehmen ihre Leute nach Hause schicken sollten, weil die Ansteckungsgefahr so hoch war. Da hat man immer gesagt, wie es immer zuerst passiert, lass das mal schön freiwillig machen. Da wollen wir ja gar nicht den Leuten sagen, was sie tun sollen. Ende vom Lied war, dass die Leute natürlich nicht nach Hause geschickt wurden, dass die Leute sich weiter schön angesteckt haben. Und dann zitiere ich gerne Goethe, bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Da hat der Staat halt eine Reglementierung geschafft, die klar gesagt hat, die Leute müssen nach Hause. So, und Ähnliches wird auch im Bereich Nachhaltigkeit zu erwarten sein. Da muss man nicht in die Kristallkugel gucken. Da wird es Regulierung geben, die gewünschte Effekte bringt. Und da wäre tatsächlich in diesem Bereich eine Incentivierung zu sehen, zum Beispiel im steuerlichen Bereich, dass eben nachhaltig produzierte Güter eine Mehrwertsteuerbefreiung bekommen oder eine Senkung der Steuern, dass man da möglicherweise auch Zuschüsse zahlt und Förderung macht, wenn man solche Produkte so entwickelt und wenn man da viel macht. Also das sind so dieselben Diskussionen, dass man eben Hemmnisse schaffen kann und sagt, also bestimmte Stoffe dürfen nicht mehr benutzt werden. Oder man muss vielleicht eine Quote an zirkulären Produkten mitdenken oder Produktionsweisen, dass man solche Stoffe, Sekundärstoffe, Rezyklate und so weiter benutzt. Also das sind so die Hebel, die man hat. Und das ist das, was die Unternehmen auch darunter verstehen, dass man als Staat unsinnige Regelungen abschafft. Beispielsweise wurde mir mal genannt, wenn man bleihaltige Fenstergläser verwendet. Also Blei ist verboten. Aber wenn das Blei gebunden ist in der Glasscheibe, richtet es keinen Schaden an. Trotzdem darf man die nicht wiederverwenden. So, und das sind eben so genau diese Punkte, um die es da geht und die man trennen muss. Mir wäre nochmal ganz wichtig, deutlich zu machen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, und das ist das Problem, geht es nicht um reine Technisierung. Und die Unternehmen meines Erachtens haben immer noch so diese Idee davon, dass Digitalisierung ist, ich nehme meinen Laptop und stelle den zu Hause auf den Küchentisch. Und das ist es eben nicht, sondern das ist eine Veränderung einer Arbeitsweise. Und spätestens, wenn das an den Punkt kommt, dass dann die obersten Etagen merken, dass Digitalisierung auch Enthierarchisierung bedeutet und eine gewisse Demokratisierung, ich will nicht Demokratisierung sagen, aber Partizipation der Mitarbeitenden, dann sind viele raus. Und das ist leider ein Problem, das wir haben. Wir werden aber diesen Grad an Innovationsfähigkeit und nachhaltiger Transformation nicht in der kurzen Zeit schaffen, wenn man nicht genau das ermöglicht, dass nämlich die Personen, die Produkte am besten kennen, die Herstellungsweisen am besten kennen und die Kundenwünsche am besten kennen, wenn die nicht da rankommen, tatsächlich gefordert zu werden, sich nachhaltige Alternativen zu überlegen. Vielen Dank. Da gibt es auch Support im Chat für das Statement. Ich hier auf eine weitere Frage eingehe, noch um die Runde zu komplettieren. Jan, wir haben jetzt ja verschiedene Aspekte schon gehört. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, in unserem Netzwerk und auch als Basis dessen, des Monitors, wir haben jetzt hier zwei Startups gerade gehört. Was sind denn so die Branchen, was sind die Unternehmen, wo spielt sich denn überwiegend was ab? Kann man das ein bisschen kategorisieren? Also erstmal finde ich es schön, dass man sieht, dass es überall was passiert. Überall entstehen ganz viele tolle Ideen, ganz viele Inspirationen an Beispielen. Aber wenn man das clustern will, kann man schon sagen, dass es eigentlich so um die großen Painpoints herumgeht. Also die Krisen, die wir halt haben. Da ist Energie, Mobilität, Lebensmittel, aber auch sowas wie Rechenzentren zum Beispiel. Also das Rückgrat der Digitalisierung, dass dort halt Druck ist, so wie wir das gerade gehört haben, durch Regulationen, die kommen, also ESG, die EU-Taxonomie, diese ganzen schönen Begriffe, die da gerade auch heiß diskutiert werden. Und
um nochmal so ein paar Punkte rauszunehmen, beispielsweise im Lebensmittelbereich. Und Jonathan, du hast ja die Digitalisierung von dem ganzen Handwerk. Und dann geht es aber darum, was macht man zum Beispiel mit Lebensmittelabfällen in Großküchen? So, die verschwinden einfach in nichts. Und da gibt es auch so eine KI-Anwendung, die das zum Beispiel analysieren, dann Empfehlungen geben, weniger zu kochen, die Gerichte anders zu kombinieren, um den Lebensmittelabfall zu machen. Dann im Bereich erneuerbare Energien gibt es auch Vorhaben, wo zum Beispiel die User Experience einfacher wird, um zum Beispiel Leuten bei der Installation von Solar- oder PV-Anlagen im Privathaushaltsbereich zu unterstützen. Also einmal die Monteure, dass die User Experience besser wird, aber auch die Haushalte, damit es einfacher wird im Prozess. Oder im Bereich von Rechenzentren gibt es Ideen, dass eine KI die benötigte Rechenkapazität analysiert, wo dann zum Beispiel herausgekommen ist beim Test, dass halt 2/3 von der Kapazität einer Universität in England abgespaltet wurde, was eine Nettoeinsparung von 500.000 Euro war. Das zeigt einfach, da sind ganz, ganz viele Ideen, die bestehende Prozesse einfach besser machen. Und die gibt es in vielen Bereichen. Und schließlich eine Frage, die über den Chat gekommen ist, vielleicht an von Eva Koch. Gibt es Branchen, die nichts ändern müssen? Erstens, und das ist eine zweigeteilte Frage, zum anderen auch, wie sehr müssen sich denn die Unternehmen, wenn wir sie denn jetzt motivieren, aufzubrechen in die Richtung der doppelten Transformation, wie sehr müssen sie sich beeilen? Und gibt es Unternehmen, die die Füße hochlegen können, die sich gar nicht ändern müssen? Also wir haben uns die Branche mal angeguckt, so ein bisschen, wenn ich das sagen darf, und ich würde schlicht und ergreifend das ganz gut machen. Nein. Wir müssen immer alle anpassungsfähig sein. Und wir wissen nicht, was jetzt, ich meine, das hat Corona gezeigt, es kommen einfach Sachen vor, die man schlicht und ergreifend nicht planen kann. Man kann nicht sagen, ich lehne mich jetzt zurück und bin nicht mehr anpassungsfähig. Also es haben die Unternehmen in der Krise die wenigsten Schwierigkeiten gehabt, jetzt durch Corona verursacht oder jetzt auch, wenn man an die Ukraine denkt, an den Krieg, der ja auch Auswirkungen hat, wenn man sich als anpassungsfähig herausstellt. Wenn man also in der Lage ist zu analysieren, was ist die Situation und was muss ich tun, damit wir trotzdem arbeiten können und die Bedingungen einfach so gestalten können, dass wir produzieren oder arbeiten können. Und da ist, also ich würde auch gar nicht sagen, man muss das eine oder das andere tun. Also da ist Anpassungsfähigkeit das Wichtige. Und das schafft man nur, wenn man alle Mitarbeitenden mit an Bord hat. Also man muss da wirklich eine besondere Kultur haben, man muss einen Zusammenhalt haben und und muss einfach sehen, gewisse Dinge müssen einfach sein, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, aber Corona war nun mal da. Immer zu sagen, ich schiebe das raus bis zum Letzten, das konnte man dann ja auch hinterher sehen, als es darum ging, dass eben tatsächlich diese Verordnungen waren, auch mit den Tests und so weiter. Da konnte eigentlich kein Unternehmen ernsthaft von überrascht sein, dass man diese Tests machen musste, denn jeder, der irgendwie Sorge um die Gesundheit seiner Mitarbeiter hatte, hätte das sowieso schon längst machen müssen. Aber so zeigt sich das. Viele schieben das immer raus und dann wird es wahrscheinlich rein nach dem Darwinismus eine natürliche Auslese geben. Wer es nicht schafft rechtzeitig, wird wahrscheinlich einfach vom Markt verschwinden. Damit müssen wir leben. Ja, danke. Ich habe jetzt noch eine Frage und eine letzte Runde, eine zweite Frage. Die Frage ist, die will ich einmal mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Es geht um die Risiken. Die Risiken für Nachhaltigkeit, die von der Digitalisierung ausgehen, weil wir immer sagen, wir müssen es gemeinsam denken. Möchte da jemand einmal kurz zur Stellung nehmen? Ja, da möchte ich gerne was dazu sagen, was oftmals bei dem Thema Digitalisierung untergeht. Und das, finde ich, ist ganz wichtig. Digitale Lösungen, und jeder, der schon mal eine gebaut hat, weiß es, verbrauchen wahnsinnig viele Ressourcen durch ihre Rechenzentren, Strom und so weiter. Und desto größer die Plattformen sind und desto mehr sie skalieren, desto größer wird auch der Bedarf an Energie, der da dahinter steht. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, und das machen die wenigsten bei dem Durchdenken solcher Lösungen am Anfang, auch ihre technische Architektur entsprechend nachhaltig aufzustellen. Also das ist mir ein Herzensthema, dass man das auch auf jeden Fall bedenkt. Ich habe jetzt noch eine Frage, die ich allen noch einmal stellen möchte. Was ist euer Lieblingstool? Was hat den Alltag erleichtert, den Kundenbedarf adressiert und was, wo ihr sagt, das hat dann auch was gebracht? Es hat Energie eingespart, es hat auf CO2-Reduktion eingezahlt. Was es nochmal so richtig schön deutlich macht, also eure Beispiele waren da schon sehr instruktiv, aber was ist euer persönliches Lieblingstool, wo ihr sagt, das ist es, das würde ich empfehlen? Vielleicht Jonathan, magst du beginnen?
Ja, kann ich gerne machen. Persönlich würde ich vielleicht zwei empfehlen. Einmal für mich persönlich, beziehungsweise für die Branche des backenden Handwerks an der Stelle. Für das backende Handwerk würde ich natürlich immer eine grundsätzliche KI empfehlen, die sich jetzt in der Form bei uns Backplan nennt, die konkret tatsächlich da den ökologischen und ökonomischen Mehrwert stiftet, weil sie einfach einen wahnsinnigen Mehrwert durch die Einsparungen hervorbringen kann und im gleichen Zuge eben aber auch personelle Ressourcen schonend behandeln kann. Denn das ist inzwischen auch eine Ressource, die knapp geworden ist und daher im backenden Handwerk wahnsinnig schonend behandelt werden muss. Persönlich, und das ist ein Bereich, der sich gerade weit und schnell entwickelt, bemerke ich, dass das Thema grundsätzlich um künstliche Intelligenz, sei es ChatGPT und Konsorten, die sich gerade entwickeln, einen persönlichen riesigen Mehrwert hat, weil es den Mittelstand und damit, glaube ich, auch einen Großteil von Deutschland stärken kann und professionalisieren kann im Grundsatz und durch die Professionalisierung auch an der Stelle dann nachhaltiger werden kann, weil es Ressourcen in jeglicher Hinsicht von personell bis hin zu ökologisch und ökonomisch sinnvoll einsetzen kann. Ganz wichtig ist aber der Einwand, der vorhin gegeben wurde, dass wir tatsächlich immer in ganzheitlichen Betrachtung nehmen, nämlich von was ist überhaupt die Energiequelle, die überhaupt die KI und die Digitalisierung vorantreibt, bis hin zu was ist mein persönlicher Nutzen. Vielen Dank. Jan, was ist dein Lieblingstool? Tatsächlich, mein Lieblingstool ist ein Browser, und zwar nutze ich einen Browser, der automatisch Ads wegblockt und nervige so Werbesachen im Hintergrund, was einmal mega viel Energie spart, weil die Ressourcen halt für den Aufbau der Webseite nicht benötigt werden. Und das Interessante ist, der trackt das. Das heißt, jetzt gerade, ich nutze ihn seit April, also noch gar nicht so lange, und ich habe 37.000 Tracker blockiert, was 744 MB Einsparung in Daten gebracht hat und mir eine Lebenszeit von 32 Minuten. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen, ist der Brave-Browser von Mozilla, aber ich finde, das spart einfach super viel Zeit und ökologische Ressourcen. Vielen Dank, sehr, sehr pragmatisch. Birgit Wintermann. Für mich alles, was Kommunikation sowohl mit Bild, also wie hier Zoom und sonstige Kommunikation fördert, weil es einfach Mobilität einspart, sofern man sie eben vor allem nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß machen kann. Vielen Dank. Und last but not least, Laurin Martin. Für mich ist es tatsächlich die Verbrauchsdarstellung in den Wohnungen, was Heizkosten und Heizungs- und Stromverbräuche angeht. Ich glaube, wenn man mal sieht, was man tatsächlich verbraucht, dann bekommt man ein anderes Bewusstsein, was ist ein Kilowatt und was verbrauche ich überhaupt. Und ich glaube, nur wenn dieses Bewusstsein da ist, dann kann man auch wirklich aktiv werden. Vielen Dank. Damit sind wir schon am Ende unserer Zeit leider angekommen. Wir könnten noch, glaube ich, stundenlang weiter diskutieren, aber wir werden natürlich, ist das, was wir heute gemacht haben, ja auch nicht das Ende dessen, was wir gemeinsam tun. Und eine der nächsten konkreten Aktivitäten, die anstehen, können wir jetzt hier noch einmal zeigen. Da spiele ich nochmal den Ball Richtung Jan. Genau. Es ist nicht der Anfang, es ist quasi nur der Anfang der Sommerpause, aber nach der Sommerpause geht es weiter. Und zwar greifen wir die Bausteinthematiken wieder auf, und dort geht es am 31. August in einem Online-Format von 11 bis 12 um die Circular Economy. Das heißt, wir haben wieder ExpertInnen dabei, die einen theoretischen Input geben und danach Good-Practice-Beispiele zeigen, wie eine Circular Economy bereits gestaltet werden kann und vor allen Dingen wieder den großen Teil ihre Fragen. Und sollte in der Zwischenzeit jemand Interesse haben, immer alle aktuellen Infos, und Inputs gibt es auch auf unserer LinkedIn-Seite und in den kommenden Wochen dann auch auf der Webseite. Genau, vielen Dank. Und in diesem Sinne auch ein Dankeschön an alle, die heute mit dabei waren. Zum einen durch aktive Inputs, Fragen, die teilgenommen haben. Wir freuen uns auf das nächste Mal. In diesem Sinne, auf bald. Tschüss.